Heute bauen wir weiter an unserer zweiten Etage. Und weil jeder ein Statement bisher abgegeben hat zum Thema YouTube und 2019, mache ich das heute auch. Viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Minecraft Vanilla Staffel 2. Und wir düsen los und genießen erstmal hier die Aussicht auf unserer neuen, ja, Balkon würde ich nicht sagen, Terrasse, wie auch immer. Wir sind noch nicht ganz fertig, wir bauen hier weiter. So. Müssen wir hier unten noch was bauen. Ui, ouch. Weil das geht so natürlich nicht. Wir brauchen noch ein paar Steinchen. Der Ofen brutzelt vor sich hin, das ist schön. Hier haben wir noch ein paar. Pflanzenzeug hier raus tun. Eisen kann man raus und das raus tun. Raus. Sand brauchen wir jetzt auch nicht, bisschen Erde, zu viel. Gut. Hallo, Herr Creeper. Ja, wir gehen mal wieder hoch. Hoch, sagte ich, hoch, hoch. Ja, sorry, wenn ich heute nicht ganz so viel rede. Gibt es aber noch ein Thema, was mir ein bisschen nachhängt und wo ich, naja, was mich ein bisschen doch mitgenommen hat, mehr als ich dachte. Und deswegen bin ich ein bisschen ruhig. Aber wenn ich schon wenig rede, würde ich wenigstens ein bisschen produktiv sein. Alle Fälle muss das mal alles raus hier. Ein Thema gab es letzte Woche, was eigentlich ganz YouTube bewegt hat. Und zwar war es das Thema, ja, YouTube selber. Ich meine, ich glaube, braucht zum Thema nicht mehr viel sagen. Es gab halt in den YouTube-Trends viele Videos, ausgelöst durch, ja, die Chefin von YouTube selber. Zum Thema YouTube wird es 2019 nicht mehr so geben, wie es jetzt ist. Die Argumente, die da angebracht wurden wegen dem Artikel 13, kann ich zum großen Teil nachvollziehen. Der Artikel 13, ich weiß, ihr habt es bestimmt schon x-mal gehört, soll ja besagen, dass jetzt nicht mehr oder ab nächstes Jahr
nicht mehr der YouTuber, also ich und alle anderen selbst, für das verantwortlich sind, was sie hochladen, sondern YouTube quasi dann haftbar gemacht wird. Also so grob gesagt. Ne? Es gibt momentan noch mehrere Lösungsvorschläge, die aber alle irgendwie ähnlich sind. Im Groben gesagt eben, dass YouTube oder die großen Plattformen, das betrifft ja dann Facebook, Instagram genauso, dass die dann dafür haftbar sind. Hintergrund ist der, dass wenn jetzt irgendwie ein Urheberrecht gebrochen wird und verletzt wird, derjenige dann immer, naja, der Geschädigte quasi dann immer Schwierigkeiten hatte, gegen den anderen zu klagen. Das ist wahrscheinlich dann eher schwierig. Aber wenn man halt weiß, YouTube ist dafür verantwortlich, dass meine Rechte verletzt wurden, dann kann man einfach gegen YouTube klagen. Und das ist für viele wahrscheinlich einfacher. Und naja, gut. Und YouTube sagt sich dann natürlich, so eben wie die Chefin argumentiert hat, hey Leute, wenn wir dann haftbar sind, dann lassen wir einfach nicht mehr zu, dass sowas hochgeladen wird. Ich meine, gut, Google hat ja dieses Content-ID-Management, so quasi ein Upload-Filter, der schon prüft, ob Rechte von anderen verletzt werden. Aber dieser Filter ist halt noch unzuverlässig und nicht hundertprozentig. Und da kann es halt immer noch durchrutschen, dass es einem passiert, dass von einigen Sachen dann, naja, ne, die Rechte verletzt werden. Und dann YouTube verklagt wird. Und weil die halt da keinen Bock drauf haben, haben die halt gesagt, es könnte sein, dass eben dann kleinere Plattformen nicht mehr zugelassen werden. Einfach damit YouTube nicht mehr Angst haben muss, dass irgendwas Illegales hochgeladen wird oder irgendwas Rechtsverletzendes. Ne? Naja, wir werden sehen, was rauskommt. Im Dezember, glaube ich, ist die Abstimmung. Und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Es gibt natürlich auch andere Videos, die sagen, hallo, es ist doch jetzt auch schon so. Im Prinzip, wenn einer Mist hochlädt, dass YouTube dann schon sagt, ey, hallo, Upload, Strike, sonst was. Ja, also ist momentan ja auch schon so, dass viele Sachen gar nicht hochgeladen werden, sondern geblockt werden von YouTube. Und dass man eben gar keine Angst haben muss, dass sich groß was ändert. So die Meinung von einigen. Naja, wir werden sehen. Ich habe da absolut keine Angst, weil wenn es YouTube nicht mehr zulässt, dass ich Videos hochlade, mein Gott, dann kann ich halt keine mehr machen. Es macht zwar irgendwie auch Spaß, wenn man nicht gerade irgendwie mit was beschäftigt ist, wie ich heute. Aber ich will ja, dass trotzdem jeden Dienstag und Donnerstag eine Vanilla-Version hochkommt. Und es lenkt auch ein bisschen ab, wenn man hier mit dem Video macht. So. Machen wir noch mit hier. Was wir noch machen könnten, wäre ein paar Treppenstufen. Machen wir das hier noch weg. Genau. Treppenstufen. So, Kohle raus. So, und weil ich gerade Hunger kriege, schaue ich noch mal ganz schnell nach dem Essen. So, das wird langsam grün hier. Ja, unser Feld wächst langsam.
Sieht doch schon ganz schön idyllisch aus, oder? Wird langsam. Ja, und dann würde ich sagen, ja, die gut 10 Minuten sind schon wieder um. Vergeht schnell die Zeit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Am Donnerstag gibt es die nächste Folge. Hoffentlich geht es mir dann ein bisschen besser. Ich würde mich freuen, wenn auch du wieder mit dabei bist. Und ja, wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Und schau mal bei meinen anderen Projekten vorbei. Da gibt es ganz tolle Sachen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Blacksat.